Mehrere griechische Urlaubsinseln gelten ab sofort als Hochrisikogebiete. Dazu zählen unter anderem Kreta und die südliche Ägäis mit den Inseln Rhodos, Kos, Mykonos und Naxos, wie das Robert-Koch-Institut vergangene Woche bekannt gegeben hatte. Grund dafür sind die rasant steigenden Infektionszahlen. Die 7-Tage-Inzidenz Griechenlands liegt derzeit bei 393, wie aus Daten des European Center for Disease Prevention and Control hervorgeht. Für Urlauber, die vor Dienstag um Mitternacht wieder zurück in Deutschland waren, gelten keine neuen Regeln. Derzeit befinden sich laut dem Deutschen Reiseverband rund 150.000 Pauschalurlaubende in Griechenland. Diese Regelungen gelten für sie. Der Urlaub muss nicht abgebrochen werden, jedoch werden Reisebüros ihren Kunden diese Möglichkeit unverbindlich anbieten. Wenn du die Reise frühzeitig beendest, musst du dich aber wahrscheinlich auf teurere Flugtickets einstellen. Ungeimpfte und Nichtgenesene sind verpflichtet, vor dem Betreten des Flugzeugs einen negativen Corona-Test vorzulegen. Nach der Rückkehr nach Deutschland müssen nur ungeimpfte und nichtgenesene Personen in Quarantäne. Diese dauert 10 Tage und kann frühestens ab dem 5. Tag nach der Vorlage eines weiteren negativen Antigen- oder PCR-Tests beendet werden. Geimpfte und Genesene müssen vor der Einreise in die Bundesrepublik lediglich eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen.